meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Kiffer, ein neues fantastisches Video steht jetzt an. Aber bevor wir damit anfangen, trinke ich mal ein bisschen Tritop. Worum geht es in diesem Video? Um Tritop trinken? Vielleicht. Ich bin ein bisschen durstig. Oh, bin ein bisschen durstig, ein bisschen Wasser mit Tritop. Es geht in diesem Video um diesen Karton. Ich hatte es euch ja versprochen, dass ich noch ein paar Soundbar-Videos mache. Und um diese Soundbar geht es in diesem Video. Um die, das ist schon echt ein Monster, um die Denon, wie ihr seht, um die Denon Soundbar, Bassreflex 2.1 System, der werden wir in diesem Video mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Meine lieben Freunde, warum sitze ich hier, fragt ihr euch, wieso sitze ich nicht auf meiner Couch, da gehen wir gleich wieder hin. Ich bin hier so ein bisschen am Aufräumen, am Aussortieren. Braucht noch jemand von euch hier Telekom MDAs? Ich habe hier noch 6 Telekom MDAs gefunden beim Aufräumen, beim Aussortieren und auch noch ein paar andere Sachen, die vielleicht gar nicht so politisch korrekt sind. Also, ja, das sind so Sachen, die habe ich in meiner Jugend gehört. Man muss nicht glauben, das ist ja heute verboten. Man muss ja politisch korrekt sein. Was, glaube ich, noch erlaubt ist, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze von Wurm und Wendelin. Uralte Platten, geil. Indian Reservation hier. Das ist alles so 70er Jahre Scheiß, ne? Funky Town, kennt vielleicht auch einige von euch. Buffalo Colts, Malcolm McLaren. hier kannst du atmen, Heino, ne? Das ist fast so wie diese 10 kleinen Punkt. Dann habe ich hier noch, wartet mal. Heino, wird noch brutaler. Ich suche das Glück. Kung Fu Fighting, hätte ich fast gesagt. Hier, Kung Fu. Das war schon extrem. 70er Jahre. Und dann habe ich natürlich noch für die ganz Harten unter euch aus aktuellem Anlass sozusagen. Karel Gott. Ja, das wollen wir uns natürlich nicht anhören. Howard Carden, den habe ich ja auch noch. Da sah noch ein bisschen jünger aus. Das ist alles so Anfang 70er, glaube ich, oder 70er Jahre. Ja, solche Sachen hat man in den 70ern gehört. Diese LPs habe ich noch. Hier ist ein ganzer Karton voll mit LPs. Aber da bin ich denn... Also der ist voll mit Scores, mit Filmmusik. Da sind richtige... da sind auch japanische Importe dabei. Bin ich immer damals nach Hamburg gefahren und habe mir für ein Schweinegeld die japanischen Importe geholt. Ich habe hier natürlich auch ein bisschen modernere Sachen. Warte mal. Es geht heute um Musik, ne? Das ist auch geil, ne? Ja, funky, ne? LP, ne? Funky. Der Karton war so schwer, den konnte ich hier nur mit dem Bubwagen reinkramen. Ich bin hier ja am Aufräumen, ihr wisst es. Das ist ja so meine Heavy-Metal-Zeit. Auch geil. Was nach Merciful Fate ist da drauf. Raven, Venom, die Hardcore. Heavy, ja, da wissen's. Venom, richtig heftig. Saturn, Thunderfire, Clovenhoof. Seite 2 Metallica mit dem Smish-Knaller Mudo Breath, Tokyo Blade Rots, Battle Axe, Exciter und Anthrax. Einige von euch werden das wahrscheinlich kennen. Heavy Metal seite ich mich natürlich auch ausgerüstet. Als kleines Kontrastprogramm zu den Singles, die ich hier habe. Ja, also echt heftig. Wie gesagt, es geht heute um den Denon DTH 216. Den werde ich euch in diesem Video vorstellen. Ja, warum bin ich jetzt hier auf dieser Couch und nicht hier vorne auf meiner YouTube-Couch? Ja, weil ich hier kaum noch Platz habe. Möchtet ihr mal sehen, was ich hier so mache? Ich hatte ja erzählt, dass ich in Kürze renovieren werde. Ich bin stecke da mittendrin. Ich zeige euch mal hier die Bude, wie die hier aussieht. Ich mache mal eine kleine Führung mit euch, damit ihr mal einen Eindruck von dem bekommt, wie das hier aussieht. Also das sieht hier schon heftig chaotisch aus. Überall Klamotten und Kisten und Scheiß und Dreck, alles vollgestellt. Und gehen wir mal rüber. Ich sagte ja, ich will hier den gesamten ersten Stock machen.
Also hier ist der Raum fast leer. Na gut, hier steht noch ein von Mustering, so ein altes Ding. Moment. So. Also, ich gehe mal in die Knie. Ich knie mal nieder. Also, diesen Raum habe ich hier schon ausgeräumt. Bin ich schon seit Tagen gegangen. Ihr wisst es, ich mache alles alleine. Und hier seht ihr auch den scheiß Teppich, der hier raus soll. Der ist verklebt. Und das muss ich den ganzen Raum erstmal komplett leer räumen. Das Einzige, was ich hier noch habe, ist von Mustering. So ein uraltes Ding hier vorne mit ordentlich Stauraum. Dem geht's in Kürze an den Kragen. Ansonsten ist hier nicht mehr viel. Ja, der Raum ist leer geräumt. Das war ein ganz schönes Geplacke, ich kann euch das sagen. Er war ja doch relativ voll. Aber jetzt ist hier nichts mehr drin, bis auf das Ding hier. Und der ist auch schon weitestgehend leer. Ein paar Sachen sind da noch drin. Hier oben alles leer hier. Und wenn der dann weg ist, geht's dem Teppich an den Kragen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich würde einfach mal vorschlagen, meine lieben Freunde, weil das hier so hallig ist. Wir werden jetzt umziehen auf meine normale Couch und dann machen wir weiter und dann zeige ich euch auch die Soundbar. Ich hatte es euch versprochen, da muss ich doch noch einige Sachen zu sagen, ziemlich interessantes Produkt. Und wie machen wir das denn? Ich würde sagen, einfach schneiden wir doch mal. Wir sehen uns jetzt gleich drüben. Peace. Wunder der Schnitttechnik. Ich bin wieder zurück auf meiner YouTube-Couch. Ein bisschen Platz habe ich hier noch. Da wird's eng. Da wird's vor allen Dingen eng. Also hier ist alles zugestellt. Ich war, wie gesagt, ein bisschen Smalltalk. Ich war hier die letzte Zeit ordentlich am Rumwühlen und habe doch einiges an Tonnen an Material bewegt. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Auch der ganze Spitzbomben ist vollgestellt. Ich habe da möglichst viel, also ich versuche das hier so zu verteilen, dass ich hier noch mich einigermaßen bewegen kann. Das ist immer das Problem, der eine Raum, der ist voll, der muss leer geräumt werden. Ja klar, da müssen die Sachen natürlich irgendwo hin, auch der Inhalt der Schränke. Habe hier jede Menge Umzugskarton. Ich habe da immer noch ein paar Umzugskartons, die fülle ich nach dem Video wieder auf. Weil der ja in dem Schrank, den ich euch gezeigt habe, vom Mustering, das alte Ding, da sind doch noch einige Sachen drin. Und das mache ich dann heute Abend und im Laufe der nächsten Woche fliegt dann der Schrank raus. Ich habe auch schon einen Liefertermin, also zumindest einen groben Liefertermin, für mein Klick-Vinyl bekommen. Hatte ich euch ja vorgestellt, was heißt vorgestellt? Also ich hatte euch das erklärt, dass ich das bestellen werde. Habe ich alles bestellt, Klick-Vinyl, Außenleisten für 25 Quadratmeter. Ich werde jetzt den Raum da drüben, wenn der Schrank raus ist, werde ich versuchen, den Fußboden rauszureißen, wenn mir das nicht gelingen sollte, weil ich hier einen Kleber unten nicht gelöst kriege, dann hole ich mir eine Firma dafür. Dann soll mir das eine Firma rausreißen. Das wird nicht ganz billig, aber das ist dann halt so. Bevor ich da wochenlang mir neben der Arbeit oder beziehungsweise vor der Arbeit mich da kaputt mache mit dem Spachtel und nach 100 Jahren Gang bin und das nichts bringt, dann hole ich mir Leute, Profis, die mir das professionell rausreißen. Also den Teppich rausreißen und vor allem den Kleber vom Estrich runterkratzen irgendwie, ne? Also ich stecke ja schon, was ich schon angekündigt habe, mittendrin. Eine eigene Videoserie will ich dazu nicht machen. Das ist das wahrscheinlich auch zu langweilig. Ich könnte euch nachher das fertige Ergebnis zeigen. Ich bin auch am Wochenende, also gestern war ich in Hamburg bei Möbel Höffner, war ich schon unterwegs und schon ein paar Möbelhäuser besucht. Möbel Höffner war jetzt der letzte. Der gefällt mir eigentlich von allen am besten. Das Interessante ist natürlich auch, Möbel Höffner gibt es ja hier so Lutz XXL, was fällt mir da noch ein? Lutz XXL, Möbel Höffner und zum Beispiel Bad Segeberg. Also da ist der Höffner mit der günstigste. Und das Interessante ist, das kann man ganz gut miteinander vergleichen, weil die ganzen großen Möbelhäuser, die haben alle die gleichen Sachen. Ich kann euch auch mal einblenden, was ich mir wahrscheinlich holen werde. Also der große Schrank, da will ich einen Schlafzimmerschrank reinpacken, der aber nicht nach einem Schlafzimmerschrank aussieht. Nicht ganz so einfach, weil ich einen haben will ohne Spiegel. Und ein paar Sachen habe ich da schon im Fokus, aber ich weiß noch nicht, der wird es wahrscheinlich nicht werden. Einen Schreibtisch habe ich ja gesagt, will ich mir für Coptergeschichten will ich mir da so eine Bastelecke einrichten. Das will ich mir dann auf jeden Fall holen. Ich werde mir ein neues Sideboard holen. Das werde ich mir holen. Das passt nicht vom Design her ganz gut. Das ist bei Höffner, nennt sich das GW Oslo, die Serie. Nicht teuer der Kram und ja, schnell zusammengebaut. Und jetzt brauche ich nur noch einen großen Schrank, sozusagen wie er da in der Ecke steht, wo ich meine ganzen Klamotten reinpacken kann. Eigentlich eher einen Kleiderschrank. Aber soll schon etwas Größeres sein. Und das baue ich natürlich auch alles selbst auf. Ne? Aber dazu muss erstmal der Boden rein. Der Boden kommt Anfang Oktober mit Daxer, glaube ich. Daxer oder so. Das heißt, dieses Speditionsunternehmen, sieht man auch hin und wieder mal auf der Autobahn, die LKWs von denen.
Ja, kommt das Dunkeldeutschland hier an, dann kommt er hier vorne vorgefahren, Palette raus, dann untersuche ich den ganzen Kram, ob alles in Ordnung ist, unterschreibe den Lieferschein und dann zischt er wieder ab. Und dann kann ich hier auch loslegen mit dem Klick-Vinyl 4,5 mm und den Silent Comfort unterlegbaren. Aber dazu muss der Untergrund perfekt sein. Bin ich mal gespannt. Noch bin ich bis zum Untergrund nicht vorgedrungen, weil ich hier immer noch in der Räumphase bin. Also bin schon ziemlich in den Arsch. Ich bin auch schon den ganzen Tag in Gange. Ich war schwer am Überlegen. Ich wollte dieses Video, was ich jetzt mache, eigentlich erst gar nicht machen, weil ich so kaputt war. Und dann habe ich mir gedacht, ach scheißegal, mach das mal. Oh, ich setz mal lieber zu ab. Mir ist ein bisschen hotty hier. Ich bin schon wieder den ganzen Tag schwer am Abschwitzen hier. Und ja, nach dem Video werde ich dann nochmal unter die Dusche springen. Prost ein wenig. Triton. Ja, habe ich hier übrigens den Müll. Habe ich leer gesoffen. Meine Triton-Pulle, aber ich habe schon wieder neue. Kann ich euch vielleicht nachher nochmal zeigen. Ja, das ist das, was ich hier so mache. Was passiert bei Perle im YouTube-Channel? Meine Stammabonnenten habe ich festgestellt, die schauen die Videos nicht. Dafür schauen jede Menge Nicht-Abonnenten meine Videos. Also ich werde diese Videos jetzt als reine Archivvideos machen, die dann in ein, zwei Jahren von Leuten geguckt werden können, weil meine Stammzuschauer haben da wohl nicht mehr so den Bock auf meine Videos. Dafür aber viele, viele andere Leute. Von daher ist es mir eigentlich scheißegal. Ne? Aber gegrüßt seien trotzdem meine Stammabonnenten, ne? Die diesen Schwachsinn halt gucken. Ne? Scroll. Und einige Hater habe ich. Einige mehr Hater habe ich jetzt und Verfolgte bei mir auf dem Kanal, aber die lasse ich ja nicht zu Wort kommen. Die werden sofort ignoriert und dann werden sie den Spaß verlieren und dann sind sie auch schnell wieder weg. Also die Kinder kommen jetzt langsam auch angekrochen und entdecken meinen Channel. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Was wird jetzt in diesem Channel passieren? Ich sagte ja, dass ich die Urlaubsvideos eventuell in Angriff nehmen werde, aber durch diese ganze Renovierungsaktion, das kostet so viel Zeit und so viel Kraft und so viel Energie. Heute musste ich sogar meinen Nachbarn bemühen, mir ein TV-Rack sozusagen runterzuschleppen, die Treppe. Ey, das Ding hat eine Tonne gewogen. Ich habe hier die Couch alleine reingewühlt. Das Ding wiegt echt, ich weiß nicht, wie 100 Kilo oder sowas, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wo ich seitlich angepackt habe, habe ich kaum hochgekriegt. Also die habe ich nach Möglichkeit, soweit es ging, zerlegt und da war die immer noch sauschwer. Und dann mit dem Hubwagen habe ich die hier reingekarrt und passte nicht durch die Tür mit Quetschen und sowas. Und normalerweise braucht man zwei Mann, wo man sie so ankippt, dann kriegt man sie gerade so durch die Zage, aber ich habe es auch so irgendwie hingekriegt. Aber frag nicht nach Sonnenschein, was das an Zeit kostet und Energie, ne? Egal, ich sagte ja, ich will mich da durch. Ne? Da habe ich überhaupt keine Sorgen mit. Ja, also bei Perle steht jetzt die nächsten Wochen, werde ich renovierungstechnisch bös eingespannt sein hier. Wahrscheinlich auch keine Zeit für Videos haben. Aber ich hatte euch ja versprochen, jetzt kommen wir langsam zum Hauptteil des Videos. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich noch eine Serie über Soundbars machen will, dass ich, wenn ihr Interesse habt, und einige haben Interesse bekundet, dass ich noch ein anderes, ein bisschen größeres System vorstelle. Das DEN-System hier. DHT-S216. Schaut selbst. Genau. Das hier, dass ich euch das nochmal vorstellen werde. Und eventuell das Bose-System. Und zwar die Bose TV-Speaker. Das will ich aber nicht machen. Dann würde ich eher zur Sonos Beam tendieren. Weil das Bose-System ist, wie ich finde, von allen mit das Schlechteste, würde ich nicht sagen, aber das teuerste und Bose schockt einen, also Bose hat einen irgendwie Psychoakustik, glaube ich, ist das irgendwie. Also im ersten Moment, wo man so ein Bose-System hört, ist man erstmal beeindruckt. Aber wenn man dieses Bose-System länger hört, fängt es an zu nerven. Wahrscheinlich nicht jeden, aber mich. Mich fängt es an zu nerven, deswegen stelle ich es nicht vor, weil dafür ist es einfach zu teuer, ne? Und leistet mir persönlich zu wenig. Der absolute Platzisch ist, ihr wisst es ja vom letzten Video, die Canton DM5, also Digital Movie 5. Ein Hammer-System. Habe ich übrigens noch eins in Zulauf jetzt. Ich hoffe mal, das kriege ich nächste Woche geliefert. Da bin ich wirklich voll überzeugt von dem Teil. Ne? Sonos Beam kommt vielleicht auch noch. Muss ich mal schauen. Auch wie ich Zeit habe. Aber heute stelle ich euch jetzt erstmal das Denon-System vor. Das Denon DHT S216, ich hoffe, ich habe es richtig erzählt, ja. S216, ihr seht auch schon auf dem Karton, was das so kann. Seht ihr, schaut selbst. Also, was das so hat. Es hat Dolby Audio,
DTS Digital Sound, DTS Virtual Sound, Virtual X. Das hat ja auch das von Canton das System. 4K UHD. Warum 4K UHD? Komme ich nachher noch drauf zu sprechen. HDMI, mehrere HDMI-Anschlüsse hat es und natürlich Bluetooth. Ne? Und natürlich noch viele, viele andere Geschichten. Auf der Rückseite kann man das auch nochmal sehen. Ne? Enjoy your cinema. Also ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen einzuhalten. Ich könnte euch auch ein paar Bilder einblenden, wenn ihr das denn wollt. Macht ein Standbild. Dann seht ihr das hier schon so ein bisschen. Also das ist schon ein mächtiges System im Vergleich zur Canton. Mein Rentnerschild ist noch nicht gefallen. Im Vergleich zur Canton wirst du mal ein bisschen auf mein Rentnerschild aufpassen. Also in den Teddys hier ist auch nichts mehr los, ne? Ja, von diesen Viechern habe ich ja ganz viele, ihr wisst es. Aber auch jetzt viele aussortiert, die Steif, von der Firma Steif, die Sachen, die habe ich noch behalten, weil da sind wirklich ganz, ganz alte Sachen dabei. Ne? Und ja, solche Sachen, die haben ja noch irgendwann mal Wert. Ne? Ich bin hier überall fleckig, ne? Ich bin am ganzen Körper fleckig, weil ich am Schwitzen bin wie ein Tier. Ja, um das System geht es. Eine Soundbar. Was macht man mit einer Soundbar? Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Also wenn der Fernsehton scheiße ist, kann man damit den Fernsehton ein wenig pimpen und ja, aufpeppen. Diese Soundbar ist hier. Wir kommen nachher zum Lieferumfang. Also in dem Karton findet ihr diese Denon Soundbar. Das ist ein ganz schönes Monster. Der ist 89 cm lang. Wie hoch weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 6 cm oder sowas. 6, 7 cm hoch. 12 cm in der Tiefe, hat hier unten zwei Subwoofer eingebaut, deswegen ist es ein 2.1 System, hat zwei Subwoofer eingebaut und damit er natürlich schön ausatmen kann, hat er hier natürlich so Bassreflexrohre nach rechts und links raus, damit die Subwoofer ordentlich ausatmen können. Hier vorne sind auch nochmal mehrere Lautsprecher drin, ein Hochtöner und, um den Sound entsprechend zu transportieren. Also das ist schon ganz schön der Brummer im Vergleich zum Canton-System. Und die Denon, die klingt natürlich klassisch gut. Also was ist Denon? Viele von euch werden es wissen von früher. Denon, die machen eigentlich ganz audioseitig gute Systeme. Ich weiß gar nicht, ob Denon überhaupt, die Firma Denon es überhaupt noch gibt. Sie wurden jeweils, glaube ich, übernommen oder gekauft von irgendeiner anderen Firma. Und schön, dass es sie noch gibt. Sind eigentlich Profis, was den Audiobereich angeht. Also da macht man auch keine großen Fehler, so ähnlich wie mit Canton. Das Gehäuse hier ist irgendwie aus Kunststoff. Das ist ein Kunststoffgehäuse, aber auch massiv. Ihr seht hier unten, seht ihr auch schon Gummifüße, hat das Teil. Hier so ein Anschlussterminal, kommen wir gleich noch zu. Ja, ihr braucht eigentlich nur auspacken, hinstellen, anschließend fertig. Läuft. Ne? Aber es ist, unterscheidet sich natürlich zum Canton-System zum Teil deutlich, was die Anschlussmöglichkeiten angeht, was die Ideen dahinter angeht. Und. Also ihr seht hier auch schon auf der Oberseite, dazu müsste ich sie mal so drehen. Hier links anstoßen. Na, also er hat auch Hardware-Knöpfe. Hier oben seht ihr die Hardware-Knöpfe. Eine aus Bluetooth, lauter, leiser. Und was ist da noch? Und ich glaube die Quellenwahl. Ja genau, welche Quelle gerade gewählt ist. Es ist konzeptionell ein bisschen anders vom Design her. Klingt im 5.1-Modus, gerade mit Virtual X, also fantastisch. Das Ding klingt richtig geil, was Kinofilme angeht. Also toppi. Also auf Augenhöhe mit Canton. Wo diese Box aber abstinkt, da kommen wir gleich zum Nachteil von der Box, ist der einzige Nachteil, sie klingt leicht topfig, was den Fernsehton angeht. Also den Fernsehton bekommt sie nicht gut hin, obwohl sie eine Dialogverstärkung hat. Dieses System, dieses Soundbar-System hat natürlich auch sozusagen Equalizer-Einstellungen, die sind ein bisschen unglücklich gewählt, meiner Meinung nach. Also finde ich nicht so schön. Aber ich habe auch einen ganz speziellen Sound im Ohr, also den Canton-Sound. Ich bin diese Canton-Systeme gewöhnt. Und sobald ein anderes System kommt, wird es für mich ein bisschen schwierig. Andere werden damit wahrscheinlich noch nicht mal so die großen Sorgen haben. Also die Dialogverständlichkeit auch beim Fernsehgucken ist natürlich gegeben. Das Ding hat echt einen Mordsbass. Also, obwohl es ist ein 2.1-System, aber glaubt nicht, dass ihr damit die Wände zum Wackeln bringt. Ne? Also das Ding scheppert schon ganz gut los. Ne? Also das Ding macht schon ordentlich Kapelle. Ist auch vom Gewicht her deutlich schwerer als die Canton. Ich glaube, das Ding wiegt hier 3 oder 4 Kilo. Ich glaube, die Canton auch 3 irgendwie. Das ist schon brachial. Ne? Auch schon von der Größe her. Schön ist natürlich, dass die Stereobasis bei diesem Teil natürlich ein bisschen breiter ist, weil die
Boxen auch weiter auseinandersetzen. Also hier hat man natürlich wesentlich, deswegen ist das ja so groß, hier hat man natürlich wesentlich mehr Platz. Wenn man das mal mit der Kanton, die war, glaube ich, die Kanton 50, 55 Zentimeter breit, das ist fast 90 Zentimeter, also 89. Das ist schon echt eine Ausnahme und er atmet aus, glaubt es mir. Also da steckt schon Bums drin in dem System. Was hat das Teil gekostet? Ich habe dafür bezahlt 198,74 €. Dieser Preis ist schon lange bei Amazon zementiert. Viele denken, Perle, was erzählst du uns immer mit Preisen, den ganzen Kram, das kriegst du doch alles geschenkt. Krieg ich nicht, um es den letzten jetzt auch noch zu beweisen. Ich habe das mal hier vorbereitet, ich habe hier von Amazon die Rechnung, dass ihr mir das glaubt, dass ich es auch wirklich bezahlt habe. Wo ist es hier? Warte, ein Standbild, könnt ihr euch angucken. Ne? Also ich habe dafür bezahlt 198,74 €. Damit liege ich leicht über dem Kanton-System. Aber diese Box hat auch, oder diese Soundbar, hat noch ein paar Vorteile, die Kanton nicht hat. Man kann, die Kanton CM5, also DM5, Digital Movie 5, kann man mit der TV-Fernbedienung, die beiliegende Fernbedienung vom Kanton, habe ich euch ja gezeigt, wisst ihr, die ist Tobi, also sowas Geiles. Ne? Man kann die Kanton natürlich auch, das Kanton-System ist natürlich auch lernfähig. Ich bin da durch die Anleitung gestolpert mit euch, das habe ich auch gesagt, aber in dem Moment ist mir die Kamera ausgegangen und dann hatte ich den mit der Anleitung und ich hatte euch das alles erklärt und dann gucke ich so hoch und ich denke, ey, scheiße, ausgegangen. Wo ist es ausgegangen? Wahrscheinlich gerade eben wieder Start gemacht und dann fehlten mir da ungefähr so 10 Minuten in dem Video und dann habe ich euch im letzten Video quasi die Bedienungsanleitung da einfach mal durchlaufen lassen. Ich hatte das auch eingeblendet, dass mir da die Kamera hier abgeschmiert ist. Also da hatte ich erzählt, das Kanton-System, die DM5, ist lernfähig. Also man kann zum Beispiel vom Fernseher, die Lautstärke-Taste, also das wäre in diesem Fall die hier, plus minus Lautstärke, kann man anlernen an das Kanton-System. Somit kann man natürlich mit einer Fernbedienung den Fernseher in dem Programm zappen zum Beispiel, alles damit machen. Und wenn man laut und leiser drückt, reagiert nicht der Fernseher, weil der Fernseher die internen Lautsprecher abschaltet. Wenn man den Kanton zum Beispiel optisch anschließt, das erkennt der Fernseher, schaltet dann die Lautsprecher aus und überträgt den Ton natürlich auf die Soundbar. Und dadurch, dass man die Plus- und Minus-Taste angelernt hat, also man sagt der Kanton-Box, hier ist die Originalfernbedienung, dann wirst du lauter, wenn du auf Plus drückst. Und bei der Originalfernbedienung von Kanton wirst du leiser, wenn du auf Minus drückst. Und das Gleiche kann man auch anlernen mit einer Fremdfernbedienung, also mit der Fernbedienung vom Fernseher. Das ist natürlich ideal. Dann kann man dann sagen Minus und dann entspricht die Kanton wird dann leiser. Also wie bei der Originalfernbedienung oder Plus wird die Kanton lauter. Obwohl sie nicht digital angeschlossen, also sie ist schon digital angeschlossen, aber nicht mittels HDMI, weil die Kanton, das Digital Movie System eben kein HDMI Eingang hat, diese HDMI ARC mit dem Audio-Rückkanal System, wo auch die Lautstärkeinformation übertragen wird. Das hat das System hier, bietet aber so gesehen keinen großen Vorteil. Weil, wie gesagt, bei der Kanton kann man das auch, die Kanton ist so konzipiert, dass man die Fernbedienung anlernen kann, dass man von der TV-Fernbedienung die Minustaste für die Lautstärkeregelung auch an der Kanton nutzen kann und bei der Lautstärkeerhöhung Plus genauso. Also zwei unterschiedliche Konzepte und zwei unterschiedliche Wege geht da jeder Hersteller. Einige setzen auf diese HDMI-Geschichten und Kanton sagt, nein, optischer Eingang, digitaler Koaxialeingang und analoger Eingang. Das ist hier so ein bisschen reduziert. Jetzt würde fast mal runterschwenken wollen. Ich mach's mal nicht. Es bringt einfach nichts runterzuschwenken, weil das Ding so riesig ist. Na, vielleicht doch. Wartet mal. Dazu muss ich das hier mal ein bisschen aufräumen. Und dann kann ich euch zumindest den Mittenbereich und den Anschlussbereich zeigen. So. Ich mach mal aus und dann schwenken wir mal runter und dann zeige ich euch nochmal den Anschlussbereich von dem System hier. Bis gleich. So. Zack. Seht ihr? Also das Ding ist echt ein Monster. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, hier ist das Denon-Logo. Wenn ich es umdrehe, seht ihr hier den Subwoofer, einen davon und noch einen Subwoofer als Treiber. Und dann hat er natürlich hier noch zwei Mittenlautsprecher sozusagen. Und hier kann man so ein bisschen erahnen. Ne? Und auch noch ein Hochtöner ist auch noch verbaut. Also da stecken schon ordentlich Lautsprecher drin in dem System. Und hat Gummifüße, also man muss nichts installieren. Und hier seht ihr schon ja, die Typenbezeichnung und hier seht ihr das Anschlussterminal. So, da gehe ich jetzt mal ein bisschen dichter ran. Ja, das ist, sollte ja wohl klar sein, 220 Volt. Dann habt ihr hier noch ein Aux-In.
Das ist ein analoger Eingang, bloß eben als Klinke, als 3,5 mm Klinke ausgeführt. Finde ich nicht ganz so glücklich, aber wer benutzt sowas heute noch? Eigentlich keiner. Dann haben wir hier noch einen optischen Eingang, also wie bei der Canton auch, ein optischer Digitaleingang. Dann hat man hier noch einen HDMI-In, da kann man nochmal ein 4K-Gerät, zum Beispiel eine PlayStation 4 zum Beispiel, warte mal, was ist denn 4K-fähig? Ist die PlayStation 4 4K-fähig? Keine Ahnung. Oder ein Blu-ray-Player oder sonst irgendwas anschließen. Und es wird dann durchgeschleift. Und hier über diesen Ausgang hier, das ist dieser HDMI-Out ARC mit dem Audio-Rückkanal. Steht hier auch HDMI-Out ARC TOTV. Also die Soundbar wird quasi überwiegend, also wenn ihr nicht den optischen benutzen wollt, könnt ihr natürlich auch über diesen HDMI-Eingang verbunden. Und dann ist das auch schon von Haus aus Fernbedienung laut, Fernbedienung leise, Soundbar laut, Soundbar leise. Und dann haben wir hier nochmal einen Subwoofer-Ausgang, falls euch es mal irgendwann danach gelüstet, dass ihr Tiefbass haben wollt. Und dann seht ihr hier noch, das ist aber eher ein ein USB-Eingang. Hier steht auch drauf für sowieso only, für Service only. Also der ist für euch nicht nutzbar. Der ist für Service, um die Box zu programmieren. Ferner seht ihr hier noch diese Schlüsselhaken, um die Box an die Wand zu bringen, um sie an der Wand zu befestigen. Da sage ich auch gleich noch was zu. Und das ganze System hat vorne natürlich hier dieses Lautsprecherhersteller typische, so eine schwarze Stoffbespannung. Aber von hoher Qualität, das ist also kein Müll irgendwie. Fasst sich alles gut an, fasst sich auch solide an das Ganze. Ist ein bisschen fingertapsig, wie ihr seht. Ein paar Fingertaps dafür sind von mir hier schon drauf. Wenn ihr schwitzige Finger habt, sind die ganz gut zu sehen. Das finde ich nicht so schön, aber das ist generell so, weil das Teil halt eben schwarz ist. Kann man abwischen natürlich. Ein bisschen Glasreiniger und dann ist sie wieder schick. So, nun, das war's dazu. Nun schwenke ich wieder rauf. Und dann zeige ich euch noch den Lieferumfang, bevor wir hier zu einem kleinen Soundcheck kommen. So. In diesem Karton, in diesem gigantischen Karton, so kriegt ihr den auch von Amazon hier. Nur in diesem Karton keine Umverpackung. Ja klar, wird auch schwierig mit entsprechenden Umverpackung. Was ist da alles drin? Also sie ist schon top eingepackt. Ne? Also ihr findet da einmal etwas, wo kein Mensch reinguckt. Ein Quick-Start-Guide. Also Read Me First, ne? Also wo das ganze System erklärt wird. Eine Bedienungsanleitung. Dann habt ihr ein Netzteil. Klar, 220 Volt Netzteil. Kein externes Netzteil. Das Netzteil ist in der Soundbar verbaut. Sehr, sehr gut. Andere Hersteller machen es anders. Die haben dann meistens noch so ein Blocknetzteil, was außerhalb ist. Das finde ich sehr, sehr ungünstig. Dann seht ihr hier nochmal zwei Gummis. Und ihr seht ja auch schon diese Schlüsselgeschichte. Das ist, wenn man das Teil an die Wand bringt und man möchte die Kabel, wenn das Teil direkt an der Wand ist, wird es schwierig, die Kabel runterzuführen. Oder es kann schwierig werden, die Kabel entsprechend runterzuführen. Obwohl das hinten offen ist. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Also eigentlich sollte es kein Problem werden, wenn ihr diese Box an die Wand bringt. Seht ihr, hier sind ja nochmal diese beiden Schlüssel. Haken, so bastelt ihr das Teil an die Wand und ihr seht hier vorne schon, hier gibt es eine Aussparung. Eigentlich sollte es da kein Problem geben, aber es gibt einige Situationen und dann hängt das Teil so an der Wand. Wo es nicht ganz so einfach möglich ist, wo man die Box ein bisschen von der Wand, ich gehe mal schon weiter runter, ein bisschen von der Wand abbringen muss. Dafür gibt es hier so Distanzstücke, die klebt man hinten einfach auf, da wo diese für die Wandhalterung sind. Für die Wandhaltung die Löcher sind, klebt man diese beiden Abstandshalter auf. Ihr seht es, die sind relativ dünn, um eben dann die Box von der Wand vielleicht nochmal halben Zentimeter oder knappen Zentimeter abzubekommen. Das ist auch mit bei. Also der Lieferumfang ist schon umfangreich. Hier findet ihr nochmal ein HDMI-Kabel. Ich benutze immer meine eigenen HDMI-Kabel. Hier ist nochmal ein HDMI-Kabel dabei. Dann ist hier ein optisches Kabel dabei, falls ihr den mit dem optischen Anschluss verbinden wollt. Dann ist hier eine Bedienungsanleitung dabei.
Dann ist hier eine Bedienungsanleitung, liegt hier noch drin, natürlich eingepackt. Eine Bedienungsanleitung liegt hier noch drin. Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Die zeige ich euch gleich auch nochmal im Detail. Und natürlich eine Batterie. Alles vernünftig eingepackt. Ein bisschen ungünstig finde ich diese Styropor-Geschichten. Also die Verpackung ist top. Was den Umweltaspekt angeht, glaube ich, sind diese Styropor-Verpackungen nicht ganz so günstig. Das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Aber es ist alles gut. Hier sind auch noch diese Silikasäckchen dabei, um eben Feuchtigkeit hier rauszuholen. Und die Soundbar ist natürlich eingepackt hier in so einem weichen Sack. Ne? Was sie nicht zerkratzen kann. Also was die Verpackung angeht, ist schon toppi. Ne? Also da hat sich Canton echt Mühe gegeben. Hat Canton aber besser gelöst, wie ich finde. Andere Hersteller lösen es auch besser. Aber ihr seht, es hat alles so seinen Platz, seine Ordnung. Fernbedienung, da möchte ich euch auch nochmal ganz kurz drauf gucken. Dazu müssen wir jetzt mal ein bisschen nach unten springen. Meine Lieben. So, das kommt hier wieder rein. Jetzt gehen wir wieder nach unten, jetzt zeige ich euch noch die Fernbedienung. So, hier ist die Fernbedienung, also hier ist die, übrigens die Bedienungsanleitung. Jo. Und die Fernbedienung. Jetzt könnt ihr sie ganz kurz sehen. Das ist die Denon Fernbedienung für die Soundbar. Die braucht ja eigentlich, naja, doch, braucht man für die Ersteinrichtung, sagen wir mal so. Also sie ist ziemlich übersichtlich. Ganz so viel gibt es nicht zu sagen. Damit macht man sie ein und aus. Allerdings, die Denon Soundbar schaltet sich automatisch ein und aus. Schaltet man den Fernseher aus, geht auch die Soundbar aus. Aber ich meine, das ist eine Standardfunktionalität, das macht natürlich die Canon genauso wie jede andere auch, also jede bessere zumindest. Na, aber man kann sie natürlich auch komplett hier rüber steuern. Also an, aus. Dann haben wir hier nochmal eine Mute-Taste, also da kann man den Sound quasi muten, wenn man einen Telefonanruf reinkriegt. Und dann hat man hier schon die Eingänge, die einzelnen, dann hat man einmal TV, TV, HDMI, Bluetooth, eine AUX-Taste, um den AUX-Eingang zu benutzen. Und dann haben wir noch zweimal zwei Sondertasten, und zwar im Betrieb DTS Virtual X. Das ist dieser virtuelle Raumklang, der erzeugt wird. Der ist bei Zuspielung von zum Beispiel Blu-rays, also Mehrkanal-Sound, also richtigen Kinofilm, es gefällt mir die ausgezeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht richtig Rabatz, das Teil, und klingt echt gut. Also die Soundbar klingt echt klasse im DTS Virtual X-Modus, wahrscheinlich, weil sie so breit ist. Also wirklich ganz, ganz toll gelöst. Und dann gibt es nochmal die Pur-Taste. Pur bedeutet keinerlei Manipulation, keine DSP-Manipulation soundseitig, sondern einfach so, wie der Sound reinkommt, soll die Soundbar den Sound auch ausgeben. Dann gibt es hier noch eine, wie ihr hier seht, eine Bass-Taste. Bass minus, Bass plus, da kann man den Bass-Level einstellen, der Box. Also das ist schon, die ist schon ordentlich mächtig, was den Level angeht. Was den Level angeht. Und man kann auch die Lautstärke einstellen. Aber das kann man auch über den Fernseher, kann man die genauso einstellen, wenn man ihn mit HDMI verbindet. Sollte man die Soundbar optisch verbinden, kann man natürlich die Lautstärke auch hier einstellen. Man kann also beides machen, über die Soundbar einstellen, über die Lautstärke-Taste hier oder eben über die Fernbedienung, wie es bei allen Soundbars eigentlich üblich sein sollte. Schade finde ich, dass hier keine Treble-Taste ist, also keine Höhentaste, wo man die Höhen einstellen kann. Das kann man hier nicht, und das muss ich der Box anlassen. Sie klingt wirklich im TV-Betrieb, finde ich, klingt sie topfig und ein bisschen dumpf. Aber da haben die Denn-Ingenieure auch dran gedacht. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Finde ich aber echt ungünstig gelöst. Das ist der einzige Nachteil an der Soundbar. Es kommt immer darauf an, was man für einen Hörgeschmack man hat. Ich mag es lieber, dass die Töne kristallklar sind. Da gefällt mir natürlich die Canton von allen Systemen mit am besten. Die Sonos Beam, die ist natürlich auch extrem. Die ist auch geil. Ne? Aber das ist wieder eine andere Preisklasse. Wir reden hier von den Einsteiger-Soundbars. Also man kann den Basslevel einstellen, man kann die Lautstärke einstellen. Man kann die Höhen nicht einstellen. Merkt euch das? Man kann die Höhen nicht einstellen. Dafür, wie gesagt, gibt es hier um drei Tasten. Dann gibt es noch eine Movie-Taste, eine Night-Taste und eine Musik-Taste. Die Movie-Taste ist, wenn man Filme guckt. Das ist quasi so eine Art Equalizer, der für drei spezielle Modis vorgefertigt ist. Wie bei Fernsehen zum Beispiel, wo man in den Filmmodus gehen kann am Fernseher, wo man den Dynamisch-Modus einstellen kann und all so ein Zeug. Also, wenn man
zum Beispiel Filme guckt, könnte man die Movie-Taste drücken, dann geht das natürlich gut zur Sache. Night ist zum Beispiel, wenn man nachts einen Film gucken will, dann drückt man Night und dann werden so ein bisschen die Spitzen rausgenommen. Ne? Also dann wird die Dynamik ein bisschen abgesenkt in diesem Profil. Und dann gibt's noch die Musiktaste, da soll die Musik ein bisschen aufgewertet werden. Mir gefallen diese ganzen Modis überhaupt nicht. Alle drei Modis gefallen mir irgendwie nicht. Also ich finde, im Pur-Modus oder vielmehr, wenn man Filme guckt, Virtual DTS, Virtual X, also diese Funktion, das funktioniert ausgezeichnet. Viele wird es vielleicht auch nerven, aber mir gefällt DTS Virtual X, macht richtig Spaß, also mir zumindest. So, dann haben wir hier noch drei weitere Tasten, und zwar ist das einmal Low, Mid und High. Und da seht ihr Dialogverstärkung. Seht ihr das? Dialogverstärkung. Viele Sachen im Fernsehen oder bei Filmen ist ja manchmal so, dass die Dialoge auch ein bisschen muffelig sind, so. Oder nicht ganz klar zu verstehen oder eben in dem allgemeinen Filmlärm sozusagen untergehen. Da kann man das Ganze nochmal einstellen. Ich betreibe die Box immer auf High, also maximale Dialogverstärkung. Das funktioniert ausgezeichnet, das kriegt ihr echt gut hin. Ja, das war die Fernbedienung. Wie funktioniert sie? Hier ist eine Batterie liegt übrigens bei. Ich habe eine alte Batterie reingepackt, so eine kleine, ne? 3x A, ne? 3x A? Ich weiß es nicht. Ist das 3x A? 3x A, ja. Triple A Batterie, eine gehört da noch rein, finde ich geil. Passt schon. Also eine kleine Fernbedienung. Im Grunde genommen liegt sie den ganzen Tag ungenutzt auf dem Tisch. Man braucht sie eigentlich nicht. Oder legt sie neben die Soundbar oder hinter die Soundbar. Sie schaltet sich automatisch ein und. Aber ist natürlich ganz gut, dass man bei Film gucken, da nochmal hier noch zusätzlich was einstellen kann. Oder sagt, ich möchte den puren Sound haben und die Dialogverstärkung nochmal einstellen kann. Aber die letzten Einstellungen merkt er sich natürlich auch, wenn er ausgeschaltet hat und wieder angeschaltet. Also nichts Überragendes, sehr plastemäßig das Ganze, also mit Kanton überhaupt nicht vergleichbar. Aber erfüllt ihren Zweck, diese Fernbedienung. Habe ich sie euch auch mal vorgestellt. So, dann gehen wir wieder nach oben. Und ich mache jetzt gleich mal die Kamera aus, stelle die Soundbar mal hier hinten rauf und werde mein Handy mal mit dem Teil koppeln. Und dann werden wir hier mal ein bisschen einen Soundcheck machen. Allerdings, wie auch bei dem Kanton-System, so ein Soundcheck ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Diese Mikrofone, die hier in meiner Kamera verbaut sind, ich klopfe mal drauf, nicht erschrecken. Diese Mikrofone sind nicht die besten. Ne? Das ist jetzt hier rechts. Irgendwo müsste das hier sitzen und das ist hier links. Die sind nicht ganz so toll. Für so YouTube-Videos reicht es, aber Musik kann man damit schlecht aufnehmen. Das ist einfach, Notmikrofone sind eingebaut. Also wenn ich jetzt hier die Box spielen lasse, und die Box richtig dynamisch abgeht. Das kriegt ihr gar nicht mit, weil die Mikrofone in meiner Kamera das gar nicht richtig aufzeichnen können. Aber ich werde zu diesen einzelnen Sachen was sagen und wir werden gleich mal ein bisschen Musik hören, weil mangels Filme, ich will auch keine urheberrechtstechnischen Probleme kriegen und auch die ganze Anschließerei, glaubt es mir, es funktioniert, die Soundbar, die haut schon hin. Die ist echt nicht schlecht, ne, für die Knete. Ne? Ja, ich mach mal aus, stell sie hier hin und dann legen wir gleich mal los. Bis gleich. Dann machen wir hier mal ein bisschen Terror. Jetzt steht sie hier. 89 cm geballte Power. Wie gesagt, ich glaube 12 cm in der Tiefe und in der Höhe, weiß ich nicht. Blende ich dann hier einfach mal ein. Also breite Höhe, Tiefe, damit ihr ungefähr mal wisst, was auf euch zukommt. Passt sicherlich nicht unter jeden Fernseher. Betreibe ich an einem Samsung-System. So, jetzt gehe ich hier mal mein Handy rein. Unter Bluetooth. So, und jetzt schalte ich erstmal die Box ein. Die kann man natürlich hier oben einschalten oder mit der Fernbedienung. Über diese fünf Tasten, die hier oben sind. Ich schalte sie über die Fernbedienung ein. Und soll da nicht. Ja, da kommt sie schon. Ihr seht es jetzt gleich selbst, oder ich gehe da mal dicht daran. Sie hat LEDs. Sie signalisiert also alles, was sie so macht, über dem Denon-Logo. So. Kann man jetzt hier gar nicht sehen, ne? Doch, müsstet ihr sehen können. Da blinkt jetzt was Blaues. Kann ich noch dichter ran? Ja. Ich mache sie mal wieder aus. Jetzt ist sie aus. Moment. Genau. Jetzt ist sie aus. Und wenn ich sie anmache, seht ihr das gleich da. Genau. Über Leuchtdioden, über die Farben der Leuchtdioden, sie sind mehrfarbig, über die Farben der Leuchtdioden kann man erkennen, was die Box da so gerade treibt und in welchem Zustand sie ist. Das finde ich bei der Kanton, wenn ich das jetzt wieder mit der Kanton vergleiche, wesentlich eleganter gelöst. So, jetzt gehe ich mal hier auf Bluetooth. Genau, da blinkt hier vorne eine Bluetooth-LED und dann sollte das System auftauchen. Und das System taucht auf. Kann ich euch das zeigen? Ja, hier. Hier vorne ist es DHT-S216. Seht ihr, ne? Also klicke ich da drauf.
Hier steht hier Kopplung, Medienwiedergabe. Ihr seht es, Huxler oder nicht. Also ist jetzt gekoppelt, das Ganze. So, und jetzt leuchtet auch die blaue LED, leuchtet hier jetzt auch dauerhaft blau. Das bedeutet, sie ist jetzt im Bluetooth-Modus. Jetzt kann ich sie natürlich auf den TV-Betrieb umschalten. Dann leuchten hier zwei. Wenn ich auf HDMI gehe, leuchtet nur noch eine LED. Die Farben verändern sich dann auch entsprechend. Wenn ich auf AUX gehe, leuchten vier LEDs. Wenn ich diesen DTS Virtual Surround anmache, dann leuchtet hier noch eine blaue LED. Wenn ich auf PUR gehe, leuchtet hier, blinkt einmal eine grüne und dann schaltet der wieder aus. Aber ich gehe auf Bluetooth. Zack. So. Ist er jetzt verbunden? Ich glaube, er verbindet gerade. So. Okay. Also er hat sich jetzt mit meinem Handy natürlich verbunden. Logisch. So, dann machen wir mal ein bisschen hier ein bisschen was an. Machen wir mal hier Start. So. Das ist hier, warte mal. So, dann machen wir mal ein bisschen lauter. Auch Bluetooth-mäßig. Also, ich mache Musik. Das ist jetzt der Musikmodus. Das ist der Night-Modus. Der funktioniert auch gut. Dann gibt es noch den Movie-Modus. Das macht natürlich bei Musik keinen Sinn. Da merkt man schon sofort, wenn man in den Movie-Modus geht, dass der Bass technisch ein bisschen Gas gibt. Ne? Ich gehe mal wieder zurück in den Musikmodus. Oder in den Pur-Modus, kann ich ja natürlich auch, dass er so ausgeben soll, ohne dass er das Signal nicht manipuliert. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Also, der macht schon die Kapelle. Ne? Die Anzahl der LEDs. Ich mache mal wieder Pause. Über die Anzahl der LEDs kann man sehen, wie laut das System ist. Ne? Also, wo da der Musiklevel ist. So, wartet mal. Ich versuche das euch mal ein bisschen zu zeigen. Könnt ihr das sehen? Jetzt ist eine blaue. Warte mal, jetzt mache ich mal Volumen. Genau. Jetzt habt ihr hier drei LEDs. Und wenn ich jetzt die Lautstärke verringere, ich mach's mal, dann seht ihr, wie die sich dimmen. Die werden immer heller und so zeigen sie die einzelnen Schritte an. Seht ihr das? So. Da wird heller und dann kommt der vierte nachher ins Spiel. Das ist nachher volle Pulle, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also gehe ich mal wieder auf 2 und ihr seht hier, der zweite wird auch immer dunkler jetzt. Müsstet ihr eigentlich sehen können, ne? Warte mal, geh ich mal hier rüber. 1, ne? Und jetzt wieder lauter. Also darüber kann man die Lautstärke sehen, die das System gerade hat. Man gewöhnt sich dran. Also es funktioniert auch ohne LCD-Display, aber mit dem LCD-Display wäre es natürlich schöner. So, das mache ich mal wieder lala. Also muss ich natürlich entsperren hier. So, mach wieder Attacke. Also, macht schon Kapelle das Teil. Tonal kommt das System dem Kanton-System sehr, sehr nahe. Also hier noch mal einen anderen Sound. Kann ich hier vorspulen? Nee, kann ich hier gar nicht. Ist egal, lass ich es einfach laufen. Klingt sehr breit vom Sound her. Aber dieses Ding-Dong, das konnte die Kanton besser. Ne? Also wirklich. Das fliegt dann richtig in die Ohren rein und scheppert in die Ohren weg. Also klingt auch nicht schlecht, ne? So. Also echt gut. Und die macht auch Alarm, ne? Die macht richtig Krach. Neigt auch nicht zum Verzerren. Ne? Auch bei Extremleveln nicht. Das ist natürlich sehr, sehr, das ist mir sehr, sehr sympathisch. Also sie ist pegelfest. Ne? Mmh.
schon geil, ne? Das ist aber ein anderes Konzept, ne? Techno-Freunde. Das haben wir das letzte Mal auch getestet. Und dann kann man natürlich noch zusätzlich den Bass einstellen über die Bass-Taste, wenn man da ein bisschen mehr Bass haben will. Das ist hier. Und die beiden LEDs. Oder wieder weniger. Ne? Genau. Dann nimmt man den Bass wieder ein bisschen raus. Also schon heftig, ist schon echt heftig. Das kann die Kanton besser, dieses Gebimmel da. Dieses Ding, ich mach mal Pause. Das ist der einzige Unterschied zur Kanton. Wo hier diese hohen Töne quasi an der Box haften bleiben, schmeißt die Kandorn DM5, schmeißt diese Töne raus. Also sie lösen sich vom Lautsprecher. Hier habe ich das Gefühl, dass der Sound am Lautsprecher kleben bleibt. Finde ich nicht so gut gelöst. Und genau das gleiche Problem hat man auch teilweise, wenn man Fernsehen guckt. Also da muss man wirklich in die Dialogverstärkung reingehen und auf High stellen, damit das gesprochene Wort auch klar zu verstehen ist. Ansonsten klebt der Sound an der Box. Also löst sich nicht von der Box, sondern er klebt an der Box. Und das ist, finde ich, ein kleiner Nachteil. Aber allerdings, ihr habt es ja gerade gesehen, also das Ding spielt dynamisch ab. Ne? Sound macht er gut, Filmen macht er richtig geil. Also der macht richtig Krach. Ne? Der macht richtig Krach. Aber, oder was heißt Krach? Er ist richtig dynamisch. Der Lautsprecher hier, also die Soundbar. Schon Rock'n'Roll, ne? Also macht Laune. Selbst ich hab den noch gar nicht laut, der ist noch relativ leise. Ich will das jetzt ja auch nicht übertreiben, das ist hier Mitternacht. Oh, wieder leise. Und zack, dann mache ich aus. Ich wollte es euch noch mal kurz vorführen. Also so eine Soundvorführung mit so einem System live sozusagen. Ihr kriegt ja gar nicht mit, wie der Sound ist. Also der Sound ist schon Porno, ne? Bei Filmen auf jeden Fall DTS Virtual X einstellen. Das macht mir richtig großen Spaß, aber jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. Also mein Geschmack trifft dieses DTS Virtual X total. Das gilt aber auch für das Kanton-System. Ich liebe es. Ich finde das richtig Porno, ne? Und alles andere kann man hier auch toll einstellen mit dem Mitternachtsmodus und dass es gleich auf der Fernbedienung drauf ist. Das finde ich auch klasse, dass man sagt, pass mal auf, das ist jetzt 21:45, mache ich den Mitternachtsmodus an. Der nimmt ja die Bässe ein bisschen runter, die Dynamik nimmt ein bisschen raus aus den Filmen. Ne? Musik kann sie auch erstklassig spielen. Allerdings, wie gesagt, bei den wirklich hohen Tönen habe ich das Gefühl, die hohen Töne lösen sich nicht so spielerisch wie von der Kanton DM5. Das kann die Kanton DM5 definitiv besser. Aber in Anbetracht des Preises, es ist ein Einsteigersystem, möchte ich fast behaupten, das Ding ist fast ein Blindkauf. Für Leute, die... Habe ich es jetzt ausgemacht? Ja. Moment. Für Leute... Upsala. Ich meine, das ist auch es wird wahrscheinlich auch nicht jeder stellen können, so ein Eumel, ne? Das ist ein Riesenteil. Also, in Anbetracht des Preises von 187 war es, glaube ich, ne? Ne, 198 war knapp 200. 198,74 ist das Teil echt ein brachiales System, ne? Macht richtig Laune. Gibt deutlich schlechtere Marken. Ne? Also von mir kriegt das System einen Daumen rauf und vielleicht einen ganz kleinen Finger, so
neutral, was die Höhen angeht. Das gefällt mir an dem System nicht. Und ich finde es ein bisschen schade. Warte mal. So, ich finde es ein bisschen schade, dass Denon es nicht geschafft hat, die IQ-Funktion da besser zu implementieren. Dass die keine Höheneinstellungen haben. Vielleicht kommt das nochmal irgendwie als Update, aber ich glaube es eher weniger. Ne? Aber wie gesagt, hier auch mit den Bassreflexrohren hier. Also der macht schon Kapelle. Diese Bassreflexrohre sind wie diese beiden Tieftöner hier unten. Die machen richtig brutal Sound, ne? Und im Filmmodus pegelfest, da gibt es echt nichts zu motzen. Das Ding ist pegelfest wie Sau. Auch bei hohen Lautstärken kommt dieses System nicht ins Schwitzen. Ist bei Kanton aber ähnlich. Bei anderen Systemen, es gibt viele Soundbausysteme, wo das System ins Schwitzen kommt. Die Verarbeitung hier ist nicht auf dem Niveau von Kanton. Aber, jetzt habe ich hier überall Fussel dran. Es ist nicht auf dem Niveau von Kanton. Aber ihr seht es selbst. Das Ding ist solide verarbeitet. Für diese Preisklasse. Ne? Es ist solide verarbeitet. Gibt da echt nichts rum zum Mosern. Hier oben könnte ich ein bisschen rumpöbeln, hier, wo der Stoff hier endet. Das, wenn ich hier so seitlich so längs peile. Läuft der Stoff so ein bisschen so. Ich meine, vielleicht seht ihr das selbst. Seht ihr das hier so ein bisschen? Nee, ne? Jo. Also die Fernbedienung ist super. Die Box ist geil. Und der Vorteil eben an dieser Box ist, der Vorteil an dieser Box ist, diese Box ist für alle Leute prima geeignet, die einen Fernseher haben, der keinen optischen Ausgang hat, also der keine Möglichkeit hat, eine optische Quelle anzuschließen. Also der nur einen HDMI ARC Ausgang hat oder Eingang, je nachdem. Ist ja ein Ausgang und Eingang gleichzeitig. Dafür ist dieses System gut. So. Hier habe ich jetzt jede Menge Fingertaps da drauf. Das ist echt ein Nachteil an dem Gehäuse. Wenn man das mit feuchten, fettigen Fingern anfasst, hat man hier sofort auf der Oberfläche Fingertapse. Aber das hat man bei der Kante natürlich auch, weil das oben Glas ist. Da sieht man es bloß nicht so extrem. Ne? Hier sieht man es sofort. Ne? Aber man stellt die Soundbar ja auch hin, dann fasst man sie eigentlich nicht mehr an. Das Einzige, was man noch anfasst, ist dann die Fernbedienung für die Steuerung. Ansonsten macht man da weiter nichts. Also das Anschließen ist echt simpel. Und vor allen Dingen auch, wenn man noch ein weiteres Zuspielgerät hat, hat der eben, wie gesagt, auch noch einen HDMI-Eingang. Also wenn man am Fernseher so ein bisschen knapp ist, was die HDMI-Ports angeht, man kann HDMI-Geräte hier auch anschließen. Das ist natürlich auch toll. Und das ist, dafür ist die Soundbar auch konzipiert. Ne? Sie lässt sich an der Wand montieren, sie lässt sich unter dem Fernseher, sieht sie elegant aus, aber ist natürlich ein Brummer. Ne? Also, wie gesagt, 89 cm, das soll man erstmal hinstellen. Ne? Ist nicht für jeden geeignet. Da finde ich das Kanton-System wieder ein bisschen eleganter, es ist ein bisschen kleiner. Dadurch ist die Stereobasis natürlich auch nicht so extrem. Das ist hier ein bisschen ausgeprägter, die Stereobasis, wie ich finde. Aber der Hochtonbereich, Netzteil, das Netzkabel ist gerade runtergefallen. Der Hochtonbereich klebt an den Lautsprechern. Das hätte ich mir ein bisschen schöner gewünscht, ne? Dass er nicht so klebt, dass er ein bisschen, versteht ihr, dass da so dieser letzte Punch, dieser letzte Hochtonpunch ist manchmal so, wo bei dem Musikstück war das war ein sehr gutes Beispiel. Das gefiel mir bei der Kanton also wirklich deutlich besser. Ne? Aber sie macht beim Musikhören und beim Musikspielen macht sie schon Spaß. Also sie ist schon spielfreudig, aber man muss da so ein paar Abstriche
in Kauf nehmen, wer viel Wert auf diese extrem brutalen Höhen legt, so wie ich zum Beispiel, auf dieses Herausarbeiten und dieses Loslösen vom Sound, dass die Box da vorne steht und der Sound fliegt wirklich auf einen zu, in die Ohren und ins Gehirn rein, das hat Kanton drauf. Ne? Und da schwächelt, ich würde nicht sagen schwächelt, aber das kann die Kanton, die Dänen, die wir hier haben, das kann die Dänen nicht so gut. Aber ansonsten für das Geld, also unter 200 Euro, ein guter Kauf. Ne? Kann ich echt empfehlen. Verpackung ist toll, die Fernbedienung ist toll, das Anschlusskonzept ist genial für super Anfänger, echt einfach. Bei Kanton, da muss man dann doch so ein bisschen rumfummeln. Und hier, sie schaltet sich automatisch ein, also man schließt sie an, Fernseher an, Box schaltet sich ein, Fernseher aus, Box schaltet sich aus, augenblicklich, also ein paar Sekunden später, schaltet sofort in Standby. Und wenn man den Fernseher anmacht, dauert es ein paar Sekündchen, bis, also man hat das Fernsehbild und dann dauert es noch 2, 3, 4 Sekunden, bis der Ton nachher aus den Lautsprechern rauskommt. Und leichte Verzögerung hat man da auch noch drin, aber es ist auch bei allen Systemen eher ähnlich. Also kein Nachteil, würde ich sagen. Ne? Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, also schwerem Kunststoff, ist gut verarbeitet. Also da habe ich nicht ganz so viel zu pöbeln. Es wäre schöner gewesen, wenn man das vielleicht aus einem anderen Material gefertigt hätte. Aber man kann nicht alles haben. Und es wäre auch schöner gewesen, wenn die das nicht gemacht hätten hier vorne. Ihr habt das ja vorhin gesehen. Mit den ganzen LEDs, die auch noch verschiedenfarbig signalisieren, in welchem Zustand sich die Box befindet. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man sich dran gewöhnen. Ne? Da weiß man nachher, grün heißt das, blau heißt das. Da weiß man nachher Bescheid. Da hätte ich mir vielleicht noch eine kleine Digitalanzeige, so wie Kanton das macht. Damit vergleiche ich das System natürlich jetzt auch, weil es ungefähr die gleiche Preisklasse ist. Das hat Kanton auch ein bisschen besser und eleganter gelöst. Ne? Wobei das da manchmal auch ein bisschen kryptisch ist mit den drei Buchstaben. Ne? Aber im Grunde genommen wird vieles klar, wenn man das visualisiert. Ne? Und hier visualisiert man nur über LEDs, die auch noch verschiedenfarbig sind. Bisschen schwierig, steht in der Bedienungsanleitung, was welcher Modi ist, und man gewöhnt sich aber auch dran. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Box natürlich jeden Tag benutzt, weiß man schon Bescheid. Schön ist natürlich gelöst über die Lautstärke, genauso auch dem Basslevel, dass die LEDs eben anschwellen, das sind ja 4 Stück, dass sie eben immer ein bisschen heller werden. Erst kommt die erste voll und dann kommt noch die zweite ein bisschen und dann wird die immer ein bisschen heller und dann weiß man dann immer, aha, auf dem Level bin ich jetzt, passt schon. Ne? Was den Bass angeht, aber auch was die Lautstärke angeht. Ne? Ja. Somit werden, meine Lieben, wir werden jetzt eigentlich durch. Ne? Ich habe weiter nichts zur Soundbar zu erzählen. Also man kann sie kaufen. Wer natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche hat, na gut, wer sehr, sehr hohe Ansprüche hat, der kauft sich auch kein System für unter 200 Euro. Ne? Aber auch für Systeme unter 200 Euro können exzellent klingen. Wir wissen es. Die klingt wirklich gut. Für ein sehr gut reicht es bei mir persönlich nicht. Man muss dafür die Anwendung haben. Dafür hat man hier den Vorteil, dass man ein astrein virtuell, wie hieß dieses System? DTS Virtual X, dieses virtuelle Soundsystem. Nicht, dass er, also das ersetzt keine 5.1 Anlage, aber es klingt klasse, es klingt einfach gut und das kann die denn super. Ne? Also für Filme gucken, und das ist ja in der Regel so, zumindest mein Anwendungsfall, ist die Box ausgezeichnet. Dialogverständlichkeit ist klasse. Man kann hier, das finde ich auch toll, dass man in 3 Stufen die Dialogverständlichkeit nach Gusto einstellen kann. Wenn einem das zu leise ist, dann kann man sagen, ich möchte die Dialoge noch ein bisschen klarer hören. Das funktioniert auch ausgezeichnet. Der einzige Nachteil, man hat ein Basslevel, aber man kann die Höhen nicht einstellen. Warum hat Dänen darauf verzichtet? Ich verstehe die Firma Dänen nicht, dass sie auf so ein elementares Feature verzichten und quasi die Sounds in Equalizer-Funktion sozusagen, den Sound in Equalizer-Funktion zementieren, wo man die elementaren Sachen wie Bass und Höhen, das muss man an so einem System meiner Meinung nach einstellen können. Mit dem Bass ist es hier zwar gegeben, aber die Höhen halt nicht. Ne? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Sound manchmal in gewissen Bereichen, warum der Sound so ein bisschen an der Box klebt und sich nicht so spielerisch löst. Ne? Es ist schwierig zu beschreiben, aber ihr merkt, worauf ich da hinaus will. Ne? Diese Leichtigkeit fehlt dadurch natürlich so ein bisschen. Ne? Diese spielerische Leichtigkeit. Für normales Fernsehen finde ich die, dadurch, dass diese Leichtigkeit fehlt, manchmal nicht so schön. Man kann natürlich damit ganz toll Fernsehen gucken, aber das können andere Systeme besser. Ich sag mal Kanton.
Und ja, was die Verarbeitung angeht, ist es okay. Das ist also Klassenstandard. Mehr geht nicht. Ne? Obwohl, mehr ginge schon. Mehr ginge durchaus. Ne? Die Knöpfe hier vorne, also hier oben, ich kann es ja auch nochmal zeigen hier. Die Knöpfe, die haben natürlich alle einen guten Druckpunkt hier. Also man kann das Ganze natürlich auch über die Knöpfe hier so ein bisschen bedienen. Laut, leise, an, aus. Aber wofür braucht man Knöpfe, wenn man eine Fernbedienung hat? Ne? Das System lässt sich fernbedienen. Insbesondere auch über die normale Fernbedienung. Zumindest was die Lautstärke angeht. Und wenn es denn Sondergeschichten geht, dann müsste man nochmal zu der greifen und sagen, ich möchte jetzt DTS Virtual X zum Beispiel haben, weil wenn man Filme gucken will, wenn einem das auch gefallen sollte, so wie beim Perle, oder eben ich möchte auch pur gehen, dass er mir den Sound nicht zu sehr manipuliert, sondern dass er den Sound so raushaut, wie er abgemischt worden ist. Ne? Ja, das war's. Ein interessantes, schönes System, das, wo ich den Kauf nicht bereut habe. Man muss da die Anwendung für haben, man muss da auch den Fernseher für haben. Und der sieht natürlich unter dem Samsung-Fernseher echt klasse aus. Und macht auch großen, großen Spaß. Also das muss ich sagen. Aber ein bisschen mehr Punch wäre schon nicht schlecht gewesen. Also was den Punch, was die Dynamik der Box angeht, was die Lautstärke angeht, wunderbar. Wenn man wirklich extrem wird mit der Box, dann fängt die nachher auch an, ich möchte nicht sagen, leicht angestrengt zu wirken, aber nicht mehr ganz so auf den Punkt präzise zu arbeiten. Aber das ist dann schon weit ab von Zimmerlautstärke. Das ist dann schon richtig Alarm machen. Ne? Also richtig fast voll Anschlag. Ne? Also das macht man in der Regel auch überhaupt nicht. Ich habe es nur ein einziges Mal gemacht zum Testen, um herauszufinden, gibt es da irgendwelche Probleme, was die Pegelfestigkeit angeht. Ja, sie fängt dann nachher an, also wirklich bei maximaler Lautstärke so ein bisschen in die Knie zu gehen. Also das mag sie dann doch nicht. Und schön ist natürlich auch, dass man noch einen externen Subwoofer anschließen kann. Und mir fällt hier gerade auf, mein Batteriesymbol blinkt, gleich ist mein Akku alle. Ich hoffe, jetzt bricht er jetzt nicht ab. Dass man einen Subwoofer anschließen kann, um ein richtig schönes, auch ein Tiefbassfundament herauszuarbeiten. Wenn man es denn möchte. Ich finde, sie klingt auch so von Haus aus mit diesen beiden Schallwandeln, die hier unten drin sind, diesen fetten Teil. Na, so fett sind sie dann auch nicht. Aber da macht er schon ganz schön Kapelle, also tiefpassmäßig, das ist schon erstaunlich, was aus so einem Kasten rauskommt. Ne? Aber da ist natürlich auch ordentlich Volumen hinter, so ein bisschen zumindest. Ne? Ja, also schon cool. Für unter 200 Euro, toppi. Wenn ihr da Interesse dran habt und ihr könnt 89 cm Soundbar stellen, die gut verarbeitet ist und gut funktioniert, warum nicht? Ne? Ja, das war's. Habe ich euch jetzt auch die Den vorgestellt. Vielleicht stelle ich euch noch die Sonos Beam vor. Das ist ja quasi sozusagen das Startteil. Also ist sehr verspielt. Das ist also für die echten Technik-Freaks. Bin ich persönlich nicht so. Also für mich muss einfach eine Soundbar auspacken, anschließen, die muss geil klingen. Ne? Das ist für mich das Entscheidende. Und ich muss da keine Einmessfunktion haben und diesen ganzen Schnickschnack und irgendwelche Apps installieren am Handy. Bluetooth verbinden. Okay, das lasse ich mir auch noch gefallen. Aber mehr muss es dann auch nicht sein. Also das ist ja mehr so bei Sonos. Ne? Das ist also für die Superspielkinder. Aber auch ein sehr, sehr interessantes System. Aber da reden wir dann von der 400-Euro-Liga. Das ist also doppelt so teuer wie die Kanon-Systeme. Oder das hier kostet den doppelten Preis. Ne? Ja. Da muss man dann auch andere Maßstäbe ansetzen. Ne? Jo, habe ich euch vorgestellt. So habt ihr jetzt noch eine zweite Option. Die, wie ich finde, sehr, sehr interessant ist. Also das Den-System bekommt von mir auch einen Daumen nach oben und einen ganz kleinen Daumen, so vielleicht so ein bisschen nach unten, weil ich persönlich finde, dass die Hochtonfraktion an der Box kleben bleibt. Also das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber ihr habt es auch bei dem Canon DM5-System gesehen. Da habe ich die Höhen aber auch auf 4 laufen lassen. Also geht ja runter, ich glaube, bei Canon war das bis minus 6 oder sowas, plus 6. Und ich habe es auf plus 4 laufen lassen. Ich mag es, wenn die Höhen sehr klar sind. Ich mag klare Höhen. Ne? Das ist wahrscheinlich, aber so ist jeder anders. Ne? Andere sagen, oh, Alter, das ist mir zu nervig. Schalt es den bitte neutral, ne? Was die Höhen angeht. Sehr subjektiv. Das ist also jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, was ich hier beschrieben habe von der Den. Generell ein einwandfreies System, was eher auf die Leute zugeschnitten ist, anschließend läuft.
für die anschließend Stecker reinstecken, HDMI-Kabel reinstecken, läuft. Für diese Leute ist dieses System gemacht. Auch die Fernbedienung super einfach, super simpel, nicht zu überladen. Alles drauf, was man braucht. Also passt schon, ne? Anschließend läuft. Da seid ihr mit dem Denn. Wie ist das Ding? Jetzt ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Akku war leer. War schon die ganze Zeit am Blinken da, ne? Da seid ihr, wo war ich da stehen geblieben, mit dem DTH S216 von Denn. Also mit diesem System seid ihr da sehr, sehr gut beraten. Also gibt es wahrlich deutlich schlechtere Systeme. Also das, wie ich finde, gehört zu den besseren Soundbars. Also auch ganz klar, was die Einsteiger-Soundbars angeht, ein Kauf, eine ganz klare Geschichte. Es gibt da ja nicht viele. Es gibt im Grunde genommen nur die Denn. Es gibt noch ein paar andere, ja okay. Es gibt die Denn, die Bose, die ich persönlich super anstrengend finde. Also bei der Bose ist es genau umgekehrt. Ne? Die Bose ist genau das Gegenteil von der hier. Die klingt im ersten Moment faszinierend. Ne? Aber wenn man die Länge hört, drehst du durch. Ne? Drehst du durch. Die ist einfach, also dann denkst du, mein Gott, was hat Bose sich dabei gedacht, da so einen nervigen Sound rauszuhauen, der nur so auf Effekt gebürstet ist. Ne? Also ehrlich ist anders. Ne? Also der einzige ehrliche Sound, wie ich finde, ist der Canton-Sound von der Canton Digital Movie. Damit vergleicht, das ist bei mir die absolute Referenz. Damit vergleiche ich alle. Ne? Und das ist die einzige in dieser Einsteigerklasse, die für mich wirklich ehrlich klingt. Allerdings ist es natürlich so, man muss diesen Canton-Sound mögen, den Taunus-Sound. Ne? Also wer ein Problem mit dem Taunus-Sound hat, das ist wie mit dem Bose-Sound, der einfach nur künstlich so aufgepeppt wird, dass er beeindruckend klingt, aber nicht so ehrlich ist, wie er eigentlich wäre normalerweise. Wer mit dem ein System, viele sind ja auch mit dem Bose-System glücklich. Ich bin ja auch der Letzte, der was dagegen hat. Ich habe ja selbst die Bose TV-Speaker habe ich ja selbst. Aber ich vergleiche die natürlich alle untereinander. Ne? Und diese drei würde ich empfehlen. Ne? Einfach ein Bose-System, okay, wer drauf steht, ne? Man muss es mögen. Canton, sehr speziell, man muss es extrem mögen. Das ist auch was für Freaks. Ne? Das Canton-System ist echt was für Freaks. Und das Denn-System ist eigentlich was, das ist so ein System, da sollten eigentlich alle mit zufrieden sein. Würde ich mal sagen, Denn versucht es allen recht zu machen. Und das gelingt Denn eigentlich ganz gut. Mir persönlich fehlt ein bisschen was die Hochtonfraktion angeht, zum Beispiel die Höhenregelung. Hätte ich mich gefreut, wenn das ein bisschen präsenter wäre. Aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge und ich benutze diese Soundbar auch nicht. Also ich höre mit dieser Soundbar, klar, ich habe sie installiert, sie ist hier im Einsatz. Aber ich persönlich bin nicht der Nutzer dieser Soundbar. Und der Nutzer, der diese Soundbar, die habe ich jetzt abgebaut. Und um sie euch jetzt hier vorzustellen, die bringe ich gleich wieder dahin, wo sie eigentlich hingehört. Der Nutzer dieser Soundbar sagt, super zufrieden, astreines Teil, gefällt wirklich gut. So kann man mal sehen, dass die Unterschiede, dass das, was ich höre, hören andere nicht und was andere hören, höre ich wiederum nicht. Also dass was den Sound letztendlich ausmacht, dass das eine sehr subjektive Geschichte ist. Wobei ich natürlich finde, Sound ist immer objektiver und objektiver kann man sowas ja eigentlich gar nicht bringen. Sound ist Sound, ne? Und der muss rundum stimmig sein, der muss sich gut von den Boxen lösen, der muss vor einem präsent sein, man muss ihn greifen können. Und das fehlt mir bei dem System hier. Ich kann diesen Sound einfach nicht greifen. Ich kann den Sound schon greifen, was den Mitten- und den Tieftonbereich angeht. Das haut schon, das macht die exzellent, das macht die wirklich gut. Aber dieser Hochtonbereich, da habe ich echt ein Problem mit. Habe ich persönlich ein Problem mit. Andere haben damit kein Problem. Die sagen, ass rein das Teil, wunderbar, mach mir eher, oder vielmehr, machen eher den Bass noch ein bisschen raus. Gibt Leute, die Basslover und eben Leute, die mit dem Bass nichts anfangen können. Ich finde den Bass immer ganz gut eingestellt, wenn er so ein bisschen so die goldene Mitte repräsentiert. Na, wenn er alles gut kann, so, ne? Ohne da irgendwelche Soundveränderungen vorzunehmen. Deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen albern, dass man hier den Midnight-Modus, den finde ich wiederum cool, um eben die Nachbarn nicht zu ärgern. Ansonsten finde ich natürlich Musik, Movie, diese Equalizer-Funktion nicht ganz so gelungen. Das hätte ich als Denn-Techniker anders gelöst. Aber wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass ich mir da dass ich mir anmaße, es besser zu wissen? Gut. Ja, jeder Hersteller bietet für jeden Geschmack das Passende. Also, wenn ihr euch mit Canton nicht anfreunden könnt, weil die euch zu klein ist, weil die
kein HDMI-ARC-Eingang hat. Diese Box hat alles. Diese Box hat alles das, was moderne Systeme brauchen. Aber auch nicht viel davon. Ihr seht es. Obwohl einen analogen Eingang hat sie, aber nur auf 3,5 Klinke. Einen optischen Digitaleingang, das ist auch schon mal schön. Kabel liegt dabei. Und wie gesagt, auch noch einen HDMI-Eingang. Zum Beispiel für eine Dattelkonsole. Eine 4K PlayStation. Oder kann die PlayStation 4K? Ja, glaube ja, ne? Kann man hier zum Beispiel noch eine PlayStation anschließen. Auch gut. Ja. Ansonsten. Laber. Bin ich mit diesem Video fertig. Und ich weiß nicht, ob ich euch damit geholfen habe, aber ich habe sie zumindest mal vorgestellt. Und wie gesagt, von mir kriegt ihr den Daumen nach oben. Solltet ihr mit dem Kantonsystem, weil es euch vielleicht zu klein ist, zu hoch, wie auch immer, irgendwas da nicht passen. Ihr wollt unbedingt einen HDMI-Anschluss haben mit diesem HDMI-ARC und vielleicht noch einen zweiten HDMI. Leute, ist denn genau das Richtige für euch? Einsteigerklasse bis 200 Euro. Ich verspreche euch, dieses System wird jedes Lautsprecher-Setup gnadenlos an der Wand spielen. Wirklich toll. 100, wie gesagt, ich habe bezahlt, 198,74, aber da liegt die Box schon lange. Sie war mal für 100, sogar für 149 zu bekommen. Wenn ihr sie für 149 bekommen könnt, im Februar lag sie, bei Amazon gab sie für 149 im Februar, aber nur eine ganz kurze Zeit. Schon ein halbes Jahr her. Vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie was. Also denn wäre es sowieso ein Blindkauf. Ne? Also alles unter 200 Euro für die denn ist okay. Der UVP, der denn liegt, glaube ich, bei 230 Euro. Der UVP war der Kanton. Digital Movie 5 lag bei 349, wir erinnern uns. Und die unverbindliche Preisempfehlung für die Bose TV-Speaker, falls ihr auf Bose steht, liegt bei 249. Die ist auch schon für 220, 222 zu bekommen. Also das ist schon ein guter Preis hier. Ne? Also für 198, aber das ist so ein Dauerpreis bei Amazon. Da steht die Box schon eine ganze Weile. Solide Verarbeitung. Ich habe es ja schon oft genug in die Kamera gehalten. Ich sage, das Video ist zu Ende. Sonst finde ich gar kein Ende mehr. Ne? Also mein Schwärm ist schon da, aber letztendlich überzeugt bin ich von dem System nicht. Also ich würde sie mir nicht hinstellen. Also ich persönlich. Für den Anwendungszweck, für den ich diese Box gekauft habe, ist sie perfekt. Ist sie absolut perfekt. Und derjenige, der diese Box benutzt, der ist restlos zufrieden mit dem System. Ich wäre da nicht ganz so glücklich, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich die DM5 habe von Kanton und noch eine zweite im Zulauf. Und das habe ich nicht umsonst getan. Ich kaufe mir nicht eine Soundbar zweimal, wenn sie scheiße ist. Glaubt es mir, also in diesem Fall Kanton, ne? Ja, kriege ich wohl nächste Woche. Freut mich schon. So, haut rein, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt wieder, na jetzt wahrscheinlich nicht, jetzt nachher werde ich wahrscheinlich tot ins Bett fallen. Ich werde die nächsten Tage noch mal ein bisschen den Schrank auseinandernehmen und alles ein bisschen wegwühlen und hier ein bisschen abschwätzen. Und dann kommt ja noch irgendwann der Fußboden und dann kommt noch die Lieferdienste, dann wird hier rumgewühlt. Also ich werde die nächsten Wochen für euch keine Zeit haben, um Videos zu produzieren. Wenn ich ein bisschen Zeit haben sollte und ich habe noch ein bisschen Energie im Body stecken, dann haue ich jetzt als nächstes nach diesem Video die Urlaubsvideos vom letzten Oktober, November USA raus. So. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber wir werden uns wiedersehen. Und haltet in der Zwischenzeit... nein, anders. Und werdet mir in der Zwischenzeit nicht krank. Na, bleibt gesund und haltet mir die Stange nicht. Haltet mir die Treue. Bleibt mir gewogen, meine Lieben. Es wird noch eine ganze Menge tolle Sachen vom Pelle kommen. Das Bose TV-Speaker Review habe ich hiermit gecancelt. Das stelle ich euch nicht nochmal vor. Es reicht schon, zwei Systeme vorzustellen, die ziemlich ähnlich sind. Das Kanon-System und das Denon-System, was zwei verschiedene Anwendungen hat. Das TV-Speaker-Bose-System steht genau in die gleiche Kerbe. Es ist fast identisch. Ne? Hat aber diesen typischen Bose-Sound, den ich persönlich auch nicht so mag. Ne? Diesen effekthascherischen Sound, hatte ich vorhin schon erzählt. Ne? Brauche ich euch nicht vorstellen. Ist auch klein. Macht auch Kapelle, hat Bluetooth, hat auch alles. Also das Gleiche. Ich würde dann eher zu Denon raten. Also wenn ihr ein System haben wollt, was auch noch billiger als die Bose ist, kauft euch das Denon-System. Macht ihr nicht viel, unbedingt viel falsch mit. Zumindest solltet ihr es ausprobieren. Testet es einfach an. Ich nehme an, ihr werdet genauso begeistert, vielleicht sogar noch begeisterter sein, als ich von diesem System bin. Also meine Begeisterung auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 super Begeisterung ist, würde ich sagen, ist das hier eine 8. Eine 8.
Ja, ist eine 8. Ist eine solide 8. Kann man echt anbieten, das Teil. Das Kantonsystem würde ich bei einer 9 ansiedeln. Also für mich, ne, persönlich. Das Busse-System würde ich bei einer 7 ansiedeln. Finde ich obernervig. Aber es kommt immer auf denjenigen an, der dieses System nutzt. Der soll ja damit zufrieden sein, nicht ich. Ne? Also in diesem Fall natürlich ihr. Also da müsst ihr dann doch hin und wieder mal ein bisschen ausprobieren. Nicht jedes System ist für jeden Menschen geeignet. Ne? Da muss man manchmal ganz schön lange suchen, bis man das perfekte System hat. Deswegen sind die auch alle unterschiedlich. Ne? Jedes System bedient auch soundtechnisch einen anderen Geschmack. Ja. Das Glück ist mit dem, wenn er ein System erwischt, was diese Geschmacksrange relativ gut bedient. Und das kann das Kanton-System. Kanton sowieso. Das Denon-System. Absolut. Und es passt sich auch gut an. Es ist auch richtig schwer. Also das ist richtig was verbaut in dem Teil. Ne? Ich weiß nicht, 3-4 Kilo, wie ich das denke. Ne? Der ist richtig schwer. Ne? Und liegt, sieht auch sauber und toll unter dem Fernseher aus. Astrein. Und ist eben nicht hoch, was er den unter Umständen den Infrarotempfänger verdeckt. Ne? Also von der Höhe genauso wie das Kanton-System. Also es wird schon 6 cm haben. Ich weiß es nicht, ich blende es einfach ein. Also ich habe es schon eingeblendet. Ne? So, bevor ich gar kein Ende mehr finde, genau, bleibt mir gewogen, bleibt gesund, abonniert diesen Channel, wenn ihr da Lust zu habt. Macht ein Abo, macht die Klingel an, dann habe ich schon eine ganze Menge gemacht. Gib mir einen Daumen, genau. Gib mir einen Daumen nach oben, gib mir einen Daumen nach unten. Völlig egal, in welche Richtung. Gib mir einfach einen Daumen oder schreibt einfach in den Kommentarbereich, was, wenn ihr die Denon haben solltet oder auch haben solltet, ob sie euch genauso gut gefällt, wie sie mir gefällt. Ob ihr der gleichen Meinung seid. Das wäre schon ganz interessant. So, vielleicht stelle ich noch irgendwann die Sonos Beam vor. Wäre ja auch noch was, ne? Aber das ist denn schon ein Upgrade. Das ist denn die nächste Klasse sozusagen. Das ist dann so die nächste Soundbar-Klasse. Sonos Beam ist sehr, sehr speziell. Das ist eigentlich so ein, die Sonos Beam ist ein System, was man schnell zu einem kompletten System erweitern kann. Aber natürlich für ein Schweinegeld. Da ist man mit soliden Systemen günstiger dabei. Aber es ist halt ein Lifestyle-Produkt. Die Sonos Beam ist ein Lifestyle-Produkt. Genauso wie Bose auch ein Lifestyle-Produkt ist. Ne? Ja. Man muss es wissen. Ne? Was ist dann wichtig? Ne? Viel Geld auszugeben. Wo man es für die Hälfte genauso, vielleicht manchmal sogar noch besser bekommt. Oder wenn man eben was zum Spielen hat, wo man den ganzen Tag mit dem Handy, mit dem Teil da irgendwie rumkonfiguriert. Man muss es mögen. Ne? Also ich mag sowas überhaupt nicht. Ne? Also Bluetooth-Musik abspielen, lasse ich mir ja noch gefallen. Und da hört es für mich auf. Ne? Was Soundbars angeht. So, ich höre jetzt endgültig, da hört es bei mir auf. Jetzt hört es wirklich auf, meine Lieben. Haut rein, bleibt gesund. Bleibt mir gewogen, wie gesagt. Und alles Gute für euch. Ich wünsche euch was. Ich kann euch nicht sagen, wann ich wieder ein Video produzieren werde, weil ich muss mich jetzt erstmal hier echt auf diese Sachen konzentrieren und diese Zeit hier, die ich euch hier für die Vorstellung, die ich mir jetzt aus den Rippen sozusagen gezogen habe, war gar nicht geplant. Also ich hatte eigentlich nicht vor, das jetzt zu machen, sondern erst, wenn ich fertig bin mit dem Renovieren. Aber dann dachte ich mir, weißt du was, hab ich jetzt Bock drauf, nochmal nach so einem Wühlertag nochmal mit euch ein bisschen abzuchillen, euch nochmal hier so die Box zu zeigen, ein bisschen mit der Box hier rumzutüdeln. Ja, habe ich natürlich auch Lust zu, aber diese Zeit wird mir jetzt zukünftig fehlen. Ich hab da einfach nicht mehr die Zeit für, weil ich jetzt fokussiert bin hier auf den ganzen Kram. Ich mache, wie gesagt, das eine Zimmer, dann mache ich den Flur, dann mache ich dieses Zimmer, alles, was hier drin steht, der ganze Scheiß, da muss ich dann rüberwühlen, den ganzen Schrank zerlegen, das mache ich ja hier alles alleine. Da muss der Boden raus und und. Also da werde ich lange, lange mit beschäftigt sein. Und dann ist ja noch mein USA-Urlaub, der steht ja auch noch einmal an. Ich wollte ja dieses Jahr noch in die USA, sobald die Grenzen aufmachen, bin ich weg, meine Lieben. Aber dann mache ich noch ein kurzes Video, damit ihr Bescheid wisst, was mit den Perle so los ist. So, in der Zwischenzeit schaut schön Fernsehen, wenn ihr, oder Konserven halt, streamt schöne Sachen. Und wenn euer Fernsehton scheiße ist, und das wird in der Regel der Fall sein, und ihr wollt den Fernsehton aufpeppen, seid ihr mit Denon nicht ganz so verkehrt davor. So, haut rein. Peace und tschüss, bis zum nächsten Video. Vielleicht mit der Sonos Beam. Schauen wir mal.